Moin, Markus wieder hier aus der Zwergenfestung. Deine Zwerge sind hungrig? Dann herzlich willkommen in der Welt der Gastronomie und beim nächsten Teil meiner Dwarf Fortress Tutorial Reihe. Aber bevor wir uns anschauen, wie du den Hunger bekämpfen kannst, schauen wir uns erst einmal an, wie er sich auswirkt. Direkt nach dem Intro. Bevor wir uns die Lebensmittelindustrie in Dwarf Fortress ansehen, beginnen wir mal damit, dass wir das Hungersystem der Zwerge etwas besser verstehen. Ein hungriger Zwerg ist gut an einem braun blinkenden Pfeil nach unten zu erkennen. Sobald dies der Fall ist, arbeiten sie auch deutlich langsamer und scheinen sich manchmal nicht zwischen Arbeit und Essen entscheiden zu können. Im Schnitt müssen Zwerge etwa alle 42 Tage, also circa zweimal pro Saison, Nahrung zu sich nehmen. Hunger führt dazu, dass sich der Stresslevel des Zwerges erhöht, was man auch an seinen negativen Gedanken erkennen kann. Immer gleiches Essen ist auf Dauer ebenfalls nicht gut und verursacht fast genauso schlechte Laune, die man allerdings länger ertragen muss, da der Zwerg in diesem Fall einfach länger lebt. Sobald ein gewisses Hungergefühl erreicht ist, beginnen Zwerge Essen beispielsweise von Händlern zu stehlen, für welches man allerdings wieder aufkommen muss, und sie fangen an, Ungeziefer zu jagen und zu essen. Dass auch das eine schlechte Erfahrung darstellt, brauche ich vermutlich nicht gesondert zu erwähnen. Bei Schwangeren sollte man besonders gut auf die Nahrungsversorgung achten, da es sonst schnell zu Fehlgeburten kommen kann. Aber wie kann man sich den Hungerverlauf vorstellen? Zur besseren Visualisierung habe ich ein Hungertagebuch erstellt. Zwerge bekommen jeden Tag 1200 Punkte auf ihr Hungerkonto hinzu. Die ersten 42 Tage ist im Grunde alles gut und entspannt. Ab Tag 34 bei 40.000 Punkten überlegen sich die Zwerge, eventuell etwas zu essen, falls sie gerade nichts anderes zu tun haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das auch passiert, ist aber noch nicht besonders hoch. Ab Tag 38 werden sie dann etwas essen, falls sie gerade frei haben. Ab Tag 42 bei 50.000 Punkten setzt dann das Hungergefühl ein und der Zwerg wird als hungrig angezeigt. Ein paar Tage später hört er mit seiner derzeitigen Tätigkeit abrupt auf, um endlich etwas zu essen. In der Hoffnung, etwas zu finden. Zudem bekommt er das erste Mal negative Gedanken aufgrund des Hungers. Ab dem 63. Tag gilt er dann als verhungernd. Es sollte schleunigst etwas unternommen werden, denn das Jagen nach Ungeziefer geht nun los. Die nächste Stufe der schlechten Laune beginnt ab Tag 71 mit 85.000 Hungerpunkten. Ab 100.000 Punkten am Tag 84 ist die letzte Stufe erreicht. Der Zwerg beginnt nun im Überlebenskampf Fett zu verbrennen und nimmt dadurch ab. Sobald er kein Fett mehr zum Verbrennen hat, stirbt er. Falls er aber zwischenzeitlich wieder an etwas zu essen kommen sollte, verringert sich der Hungerwert gleich um ganze 50.000 Punkte. Es gibt 6 Möglichkeiten, an Essen zu gelangen. Da einige davon in ihrer Gesamtheit betrachtet relativ komplex sein können, gehe ich nur oberflächlich auf jede Art ein. Die erste Möglichkeit ist die vegetarische Ernährung. Beim Ackerbau können sehr schnell und einfach große Mengen essbarer Pflanzen erzeugt werden. Dafür wird neben einem Farmplot nur ein Zwerg mit aktivierten Farmerskill benötigt. Samen, die beim Essen oder beim Brauen entstehen, werden hier angepflanzt. Ebenso können die Pflanzen auch sehr schnell in freier Natur gesammelt werden. Der Prozess unterscheidet sich nicht von dem beim Brauen. Das habe ich ja im letzten Video bereits ausführlich erklärt. Als nächstes kommt die Fleischproduktion. Ein Jägerzwerg benötigt nebst aktiviertem Hunting-Skill zudem eine Armbrust, einen Köcher und Bolzen. In einem normalen Anfangsspiel bringt das ein Zwerg allerdings alles schon mit, sodass direkt begonnen werden kann. Das Jagen zufälliger Kreaturen geschieht ganz automatisch. Der Hunting-Skill muss sogar deaktiviert werden, wenn man mit der Verarbeitung schon nicht mehr hinterherkommt. Mit Militäreinheiten kann zudem auch ganz gezielt Jagd auf bestimmte Kreaturen gemacht werden. Das ist zwar ganz schön rabiat, aber so hat man es voll unter Kontrolle und gegebenenfalls mehr Chancen als ein einzelner Jäger. Der Jäger bringt nach dem Jagen die Kreatur zum Schlachter, falls möglich. Ansonsten landet sie auf einem dafür vorgesehenen Lagerplatz. Der Schlachter sollte übrigens am besten in einem abgeschlossenen Raum mit Tür untergebracht werden, da sonst dort verbliebene Leichenteile schnell anfangen zu stinken und somit das violette Miasma verteilen, das keiner der Zwerge mag. Domestizierte Tiere können übrigens auch jederzeit zum gezielten Schlachten markiert werden. Stirbt aber ein gezähmtes Tier aufgrund eines Angriffs oder aus Altersschwäche,
kann es hingegen nicht zu essbarem Fleisch weiterverarbeitet werden. Fischen ist, solange es nicht Winter ist und Seen oder Flüsse gerade zugefroren sind, eine sehr schnelle Möglichkeit, an Essen zu kommen. Die Anglerzwerge gehen automatisch zum nächstgelegenen Gewässer los und beginnen zu fischen. Über Fischzonen kann bestimmt werden, wo präferiert gefischt werden soll oder sogar, dass ausschließlich in diesen Zonen gefischt werden darf. Der Rohfisch wird anschließend in der Fischerei weiterverarbeitet, um ihn zu säubern. Erst danach ist er essbar. Da das Angeln schneller vonstatten geht als das Säubern, sollte man pro Fischer am besten 2 Fischcleaner einsetzen. Die Fische, roh wie zubereitet, sollten zudem möglichst in Fässern gelagert werden, da sie sonst schnell zu verrotten beginnen. Eine weitere Möglichkeit, an Nahrung zu gelangen, ist das Sammeln von Eiern. Das Halten von eierlegenden Tieren, zum Beispiel Hühnern, ist sehr effizient. Hühner können beim Start des Spiels direkt mitgenommen, bei Händlern erworben oder ansonsten auch gefangen werden. Damit man an Eier von gehaltenen Tieren kommt, benötigt man Nistkästen, die die Tiere nach dem Aufstellen besetzen. Im Falle der Hühner benötigt man auch meist nur einen einzigen Hahn auf eine große Anzahl Hennen. Ein positiver Nebeneffekt: wenn man bereits viele Hühner hat, kann man einige zur Schlachtung freigeben und erhält zu der Eierproduktion auch noch Fleisch. Allerdings lohnt sich das Abgreifen der Eier mehr als das Schlachten der Tiere, da so selbst über einen kurzen Zeitraum mehr Essen durch Eier als durch Fleisch entsteht. Zudem gibt es 180 verschiedene Arten von eierlegenden Tieren, Tiervölkern und sogar eierlegende Megabeasts. Gegebenenfalls sind die Eier der letztgenannten nur etwas schwieriger zu bekommen als die von Hühnern. Wie auch im echten Leben können entsprechende Tiere auch gemolken werden, um an Milch zu kommen. 15 Tiere an der Zahl, darunter eben auch Kühe, können gemolken werden. Dafür wird ein Farmer-Workshop benötigt und ein Zwerg mit aktivierten Melkskill. Die gewonnene Milch kann allerdings nicht direkt verzehrt werden. Sie dient vielmehr als Basis zur Herstellung von Käse und zudem als Komponente beim Kochen. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Imkerei. Von meiner eigenen Erfahrung her würde ich sagen, dass das die aufwendigste Methode ist, an Lebensmittel zu gelangen. Zumindest wenn man ein großes Volk davon ernähren soll. Durch Bienenvölker gelangst du an Honig und Gelee Royal. Dazu werden erst Krüge und ein Bienenstock im Crafts Dwarfs Workshop hergestellt, beispielsweise aus Holz. Anschließend wird mit 2 Mechanismen vom Mechaniker eine Spindelpresse aufgebaut. Das ist ein kleiner spezieller Workshop. Nun baut man den Bienenstock auf. In diesen wird nun ein wildes Bienenvolk umgesiedelt, falls eines auf der Karte verfügbar ist. Nun muss man den Bienenstock ein wenig in Ruhe lassen und kann anschließend Gelee Royal direkt in einen Krug ernten oder die geernteten Waben in der Spindelpresse zu Honig verarbeiten. Dabei ist es allerdings wichtig zu wissen, dass das Bienenvolk die Ernte leider nicht überlebt. Daher sollte man immer ein paar der Bienenstöcke so konfigurieren, dass das Ernten nicht erlaubt wird, um somit eine Teilung, also Vervielfältigung des Volkes zu ermöglichen. Nachdem man eine Menge verschiedener, direkt essbarer Lebensmittel hergestellt hat, können diese nun beim Kochen noch weiter veredelt werden, um daraus fertige Mahlzeiten zu generieren. Kochen hat viele Vorteile. Zum Beispiel reduziert Kochen das Verderben des Essens bei gleichzeitiger Erhöhung seines Wertes. Es ist möglich, einfache, feine und üppige Mahlzeiten herzustellen. Einfache Mahlzeiten bestehen aus 2 Zutaten und werden später als Biskuit, also Gebäck, bezeichnet. Ein feiner Eintopf oder Stew besteht bereits aus 3 Zutaten und ein üppiger Braten aus 4. Beim Kochen fällt für den Koch immer die gleiche Menge an Erfahrung ab, egal welche Art von Mahlzeit gekocht wird. Damit ist es logisch, dass zum effizienten Erhöhen des Kochskills am besten einfache Mahlzeiten gekocht werden sollten, da so mehr einfache Kochvorgänge möglich sind. Allerdings ist die Wertsteigerung und die entstehende Menge an Essen bei üppigen Mahlzeiten deutlich höher, da die Anzahl entstehender Mahlzeiten die Summe ihrer bis zu 4 Komponentenstapel sind. So können bei einem Kochvorgang auch mal schnell 80 meisterhafte Essen entstehen. Und je größer die Anzahl der enthaltenen Komponenten ist, desto größer ist die Chance, gerade eine Lieblingskomponente eines Zwergs zu treffen und damit seine Laune zu heben. Insgesamt ist die Qualität des Essens, eine gute Umgebung zum Dinieren und Abwechslung praktisch ein Garant, die Laune bei den Zwergen anzuheben. Apropos Abwechslung, es sind übrigens auch Getränke als Zutaten zulässig, solange sich zumindest eine feste Zutat dabei befindet.
Also können zum Beispiel 10 Liter Wein, 9 Liter Whisky und eine Kartoffel zu 20 unglaublich leckeren Eintöpfen verarbeitet werden. Falls die Summe der Zutaten übrigens 60 Stück mal übersteigen sollte, kann der entstehende Stapel nicht mehr in Fässern gelagert werden. Damit der Stapel nun nicht beim Koch stehen bleibt und dort verrottet, sollte man im Lebensmittellager möglichst die maximale Anzahl von Fässern etwas unterhalb der möglichen Lagerplätze halten, so dass noch die Chance besteht, diesen Stapel dort auch noch ohne Fass zu lagern. Einen negativen Effekt hat Kochen allerdings auch noch, denn die Samen von Früchten und Gemüsen überstehen das Kochen leider nicht. Wenn diese Pflanzen für den Ackerbau und auch besonders fürs Brauen benötigt werden oder gezüchtet werden sollen, so sollte man in den Einstellungen der Küche diese Pflanzen besser fürs Kochen deaktivieren. Mit all ihren Facetten ist die Nahrungsmittelindustrie in Dwarf Fortress schon ziemlich komplex. Konzentriere dich am besten anfangs nur auf 1 bis 2 einfache Beschaffungsarten, zum Beispiel Fischen außerhalb der kalten Saison und ganzjährigen Ackerbau. Und taste dich anschließend Stück für Stück an die anderen Industrien dran. Wenn du noch weitere Fragen, Tipps oder generelles Feedback für mich hast, lass uns in den Kommentaren gerne diskutieren. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn dir das Video zugesagt hat. Bleib mit einem Abo auf dem Laufenden und denk dran, in YouTube die Glocke zu aktivieren, wenn du über neuen Inhalt informiert werden möchtest. Beim nächsten Mal geht es darum, was es bedeutet, wenn deine Zwerge das Zeitliche segnen und welche Schritte unternommen werden sollten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.